Was zum? Ich hab die Kokosnuss weggeräumt. Er kann ja nicht schlechter sein als ich am Anfang, ne? Eigentlich nicht. Send you a letter someday, oh, send you a letter someday, oh. Ah, da bist du ja. Jetzt bist du männlich. Na toll, jetzt sehe ich mich auch männlich. Egal. Nee, jetzt bist du wieder weiblich. Es hat plopp gemacht, da war der männliche Körper weg und der weibliche war unten drunter. Ja, so funktioniert das. So, wo waren wir denn? Wie viel Geld haben wir? Was können wir? Was können wir denn? Lass mal gucken. Oh Gott, heißt das, wir haben, hatten wir vorher schon Lichtschalter? Es glänzt auf einmal so, dass das, weil ich die Textur hochgestellt habe. Was machst du da draußen? Ist der Karton leer gewesen? Ja, da waren noch zwei Kohlköpfe, die habe ich da einsortiert. Hatten wir nicht eine zweite Kasse? Ja. Wo ist die Kasse hin? Wo ist die Kasse hin? Ich habe keine Ahnung. Ist das unser Speicherstand? Hast du gerade einen Knopf gedrückt, um diese Handbewegung zu machen? Nein. Das hat sehr gut gepasst. Du hast sie nicht ans Gesicht gegriffen. So, ich habe keine Ahnung. Weil, naja, doch, weil sonst, was gibt's denn hier noch so? Employees? Oh, ich glaube, wir können was kaufen. I'm new to this kind of work, but I'm a quick learner and I'm ready to give it my all. Mein zweiter Kaffee ist noch nicht leer zu meiner Verteidigung und es ist schlecht lesbar. I'm looking forward to gaining experience and growing with the team. Ah, kann man das überhaupt einem leisten? Er kriegt als Bonus $100 und dann pro Schicht $20. Die Schicht dauert von 7 bis 19 Uhr. Ich denke schon. Und dann haben wir noch die Schicht von 19 Uhr bis 7 Uhr. Wir könnten beide einstellen. I'm just starting out, but I'm enthusiastic. Oh, jemand übermotiviert ist, aber nicht kompetent ist, ist immer gefährlich. Yes. And ready to learn everything I can. I'm excited to be part of the team and contribute in any way I can. Ich stell dich an. You will pay a signing bonus of $100. The shift payments will be made as soon as the employees arrive. The employee will begin working at the start of the designated shift. Okay. Die stelle ich auch ein. Still allein. So, und die nächsten können wir erst einstellen beim Store Level 4. Wir sind bei 3. Okay, und dann werde ich dir jetzt ein paar Sachen diktieren, die wir brauchen, okay? Oh Gott, by order goods, ne? Okay. Also, wir brauchen Frühstückskekse. Breakfast Biscuits. Moment, wie sehen die denn aus? Du hast den Store geopend. Wir haben noch keine Mitarbeiter. Ja, weil du dann der Employee da ist. Achso, John Anderson ist da. Okay. Frühstückskekse. What? Food. If you see a boss, make beep, beep, beep. Was? Ich sehe die Frühstückskekse nicht. Ich bin auch, hab doch noch nie hier bestellt. Kann ich das nicht machen? Ja, bitte. Ich find hier nichts. Ach, gar kein Problem. Ach, guck mal, er sitzt an der Kasse. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll an die Kasse gehen. Was kann man dem denn noch so sagen? Er kann aufräumen, er kann die Sachen nachfüllen. Er kann sauber machen. Oh komm, müssen wir jetzt sauber machen? Weiß Muss ich noch ihn nicht? Eine Pause machen lassen? Der hat oben so einen Balken, der runtergeht. Wahrscheinlich. Wie komme ich hier wieder raus? Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Lass mich hier... Wieso haben wir schon Kohl, aber wir dürfen Kohl und Bananen noch gar nicht verkaufen, weil wir noch nicht Store Level 4 haben? Weil wir es vorher schon hatten und die es dann geändert haben. No. Ach, wie schön er das macht. Ich guck mal. Er kann ja nicht schlechter sein als ich am Anfang, ne? Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast jetzt nicht auf eine andere Bestätigung gewartet. Nein. Gauschi, räum schon mal ein. Aber ich muss doch gucken, wie schön er das macht. So, okay.
Ich räume schon mal ein. Wie werbe ich das denn? Achso, G. Mit G. Mit G. Da muss ich meine Hand voll spreizen. Steht ja alles mitten im Weg. Ich hätte mehr Mehl bestellen müssen. Oh! Mehl. Goodbye. Zucker. Danke. Basmati-Reis. Ich habe noch einen. Kauf mal einen Basmati-Reis. Ich muss den Karton hier loswerden. Hier ist noch ein ganz leeres Regal mit Basmati-Reis. Ach so. Räumst du die Kartons im Parkplatz oder verschwinden die irgendwann? Die räume ich. Okay. Was seid ihr denn? Chips? Noch irgendwo Chips? Chips, 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 Chips. Ich sehe keine Chips. Was seid ihr? Ihr seid Kekse. Kekse. Und weg mit dir. Oh, entschuldigen Sie bitte. Bohnensuppe. Ich muss noch Bohnen bestellen. Wo kommt denn die Bohnensuppe? Da unten rechts hier. Also. Ich möchte noch Puffbohnen anpflanzen. No. Huch. Was? Wo hat der Wagen? Oh. Ich habe vielleicht ein bisschen Dreck über den Parkplatz verteilt. Weil der Wagen die Kartons weggeschleudert hat. Oh no. Haben wir jetzt alle Kartons? Ich weiß nicht. Kann ich mit euch eigentlich reden irgendwie? Wenn er sauber machen könnte, was genau macht er sauber? Und wie könnten wir sauber machen? Wir haben ja noch nicht mal einen Wischmopp. Ich habe keine Ahnung. Dekoration. Darf ich Dekoration kaufen? Du darfst doch Dekoration kaufen. Okay. Lass dich überraschen. Okay, bestellst du bitte auch nochmal Puderzucker und bestell nochmal 2 bis 3 Pakete Mehl, bitte. Mehl und Puderzucker. Was ist der langsam? Was da für eine Schlange steht, ne? Ja. Ich hätte auch gesagt, er hat keine Erfahrung, ne? Ja. Wie sieht denn Puderzucker aus? Weiß mit einem gelben quadratischen Fleck mit einem zerlaufenden Herz. Okay. Weiß-gelb-Herz. Weiß-gelb-Herz. Ich wollte Deko kaufen, ja. Solche Puderzucker kaufen. Bis ich das gefunden habe, kann ich alles einmal einkaufen. Dann kauf die Deko und dann hole ich den Puderzucker. Ich suche ja noch. Frozen Buffen, Zucker, Mais, Hähnchen. Ich habe nicht unsere zweite Kasse. Ich find den nicht. Teppich. Lampe. Lampe. Puderzucker geht noch. Mehl, aber ganz dringend. Ja, Mehl habe ich dreimal drin. Lampe weiß, blau, rot, gelb, grün oder pink. Ich bin für pink. Wir machen hier so einen Puff-Supermarkt aus. Was fragwürdigen Sachen bitte einfach einen Pieps drüber legen. Ich weiß nicht genau, was alles fragwürdig ist, aber darfst es nur nicht zu oft sagen. Ich habe was bestellt. Lalala. Was brauchen wir für Store Level 4? Weiß ich nicht.
Ah, wir können es gleich machen. Du darfst nur das Mehl gucken, der Rest gehört mir. Frag nicht. Oh, kann er nur innen stehen? Och Mann. Hast du meine Frau geklaut? Ich hab dir nur die Sachen dahin geworfen. Eigentlich hätte ich gehofft, dass wir ein bisschen Mehl auf Vorrat haben, ne? Ach du Heilige. Ich habe die Befürchtung, dass mir diese Lampe den Augen wehtun wird. Kann ich dich auch irgendwo anders hinpappen? Ach du Kacke. Er hat noch 2 Stunden, dann hat er Feierabend. Dann kommt der andere, keine Sorge. Ach so. Ja, als ob wir jetzt noch mal Finger krumm machen hier. Sagst du, wir haben schon genug mit Einräumen zu tun. Dein Kaktus liegt noch hier draußen. Genau, ich wollte gerade sagen, hatte ich nicht noch eine Pflanze? Wo ist er denn? Draußen. Oh, ich bin fast überfahren worden. Oh, da ist er. Mein Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus. Der draußen am Balkon. Holla, holla. Holla ho. Gut, dass wir nie in den Chor gehen. Mhm. Achtung, Bier! Achtung, Bier. Das heißt so. Ach so. Ja, mehr passt hier nicht rein. Mehl. Ah, ne, Zucker. Hä? Was habe ich denn jetzt hier? Haben die das Bier sich jetzt schon herausgenommen? Nee, ich habe das zum Teil eingeräumt. Ah. Wie? Wie? Das Warzenbier? Bah. Oh Gott, wir brauchen grüne Milch, wir brauchen dunkelblaues Bier. Wenn wir ein paar Level mehr haben, dann können wir auch mehr Mitarbeiter einstellen, die auch ordern können. Ich räume mal den Müll. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hier ist ein Mitarbeiter. Och, der Mitarbeiter macht Pause. Sag mal, willst du mich verarschen? Da ist eine Schlange, jetzt muss ich kassieren. Oh, du bist doch halt Mitarbeiter des Monats hier. Wie geht denn das? Piep, piep, Karte. 23,96. Bei. Oh ja, Karte ist gut. 5,98. Oh, mit Geld, oh Gott. Du darfst aufstehen, sie möchte arbeiten, hat sie also gerade gesagt. Wie stehe ich denn auf? F bestätigen, Q, Q. Ja. Wo ist sie denn? Sie kommt gerade angewakelt. Sie hat keine Haare. Ich meine, kann man machen? Ist pflegeleicht. Musst du aber polieren. Die musst dir aber keine Gedanken machen, ob deine Frisur zu den Klamotten passt. Nee, aber ob die Klamotten zur Frisur passen. For the quick service. Warum haben wir denn hier so viele grüne Milch, die überhaupt nicht da reinpasst? Ich habe die gerade aufgefüllt. Das ist Reservemilch. Das klingt irgendwie eklig. Als wäre sie schon abgelaufen, aber... Hier warum haben wir denn Milch so viele getrunken? Grüne Milch? Ja, ich habe das nicht bestellt. Entschuldige. Wo hast du sie denn eigentlich vorhin gefunden? Stand sie draußen rum? Nö, die lief hier zwischen den Customern rum. Das ist ja gut, dass sie das einfach mal mitteilen, dass sie da sind. Ja, nicht. Ne?
Die wird sich auch denken, wenn der Chef mich nicht einstellt, habe ich Freizeit, ne? Ja, ich bin da, ich laufe hier rum, lalalala. Sind da jetzt schon wieder alle? Wo ist der... Lauschi, wir brauchen Zucker. Peri braucht Zucker. Ich brauche ganz viel Zucker. Ich brauche ein bisschen Basmati-Reis. Oatmeal, Frühstückskekse müssten wir noch haben, glaube ich. Habe ich gesehen, ja. Ich habe den Puderzucker gefunden. Brauchst du den? Ja. Okay. Mach mal 3 oder 4 Pakete davon. Okay. Was noch? Frühstücksflocken. Also dieses Apple and Cinnamon Dingens da. Ich kann das hier unten alles gar nicht kaufen? Okay. Moment. Apple Cinnamon? Hä, ich bin doch bei allem. Wieso finde ich das hier nicht? Wieso kann ich... Haben wir verschiedene Ansichten? Weil ich kann hier alles Mögliche nicht kaufen. Ich stehe auf allem. Waschpulvermehl, Kartoffel, Basmati, Bohnensuppe, Zitruskuchen, Ananas, Kuchen, Milchkarton, Milchkarton, Bier. Frühstückskekse brauchst du doch? Ja, die bräuchte ich auch bald. Ja, und mehr kann ich jetzt gerade nicht kaufen. Hä? Aber dieses Apple and Cinnamon ist ein Startding. Ich sehe Waschpulver, Mehl, Chips, also Apfel, Zimt, Haferflocken. Ja, genau. Ich kann nicht mehr bestellen. Ich bestelle erstmal. Was brauchst du noch? Ach, ich kann das sogar sehen hier. In-Store 54, 26, 22. Da hast du. Bestelle ich das? Nochmal. Das nochmal. Das nochmal. Puderzucker kommt gerade. Ich bestelle noch ein bisschen hier. Deutsch 3. Das nochmal. Das kommt da. Mach ich nochmal. Ich bestelle und bestelle und bestelle. Und das wird ja auch nicht schlecht. So. Kommt ein Mehlpaket geflogen. Setz dich nieder auf deinem Kopf. Was habe ich denn hier? Apfel Cinnamon? Ich habe überhaupt gar keinen Überblick, wo hier was steht. Das ist, weil du zu viel kassiert hast. Ja. Irgendwer muss es ja tun. Kann ich Tastenbelegung umstellen? Weiß ich nicht. Controls. Nö. Ich würde gern dieses G abschalten. Ich wollte eigentlich vorhin gucken, wo wir den Store-Level höher stellen können. Und den Self-Checkout, den fände ich ganz gut. Self-Checkout braucht mir Level 5. Das wärst du gewesen. Warst du ja gar nicht. Oh? Hier lief eine mit einem weißen Hemd, aber ich habe mich vertan. Noch mehr Schneiderbier. Wie viel Bier wolltest du davon haben? Ja, nur zur Sicherheit. Man kann nie genug Bier haben. Oh, die Beerdigungsbiers. Was liegt denn hier hinten rum?
Ich habe gefunden, wo das Auto die Kartons hingefahren hat. Ich hole sie. Das sieht von draußen wirklich aus wie ein Puff. Es leuchtet dieses Neon-Pink. Ich kann ja rennen. Nein, Auto nicht. Tust ja. Oh, ich war da doch gerade. Was soll denn das? Herrlich. So, hast du jetzt noch mehr da hinten hingepappt im Dunkeln? Ich glaube, ich sehe nichts, aber. Da ist noch ein Karton. Wie kommt der denn hier hin? Noch irgendwo. Es ist ja ein sauberer Parkplatz. Also wir haben noch 8 Packungen Bier, 8 Flaschen Bier Warzig im Lager. Okay. So, wo finde ich denn den Store-Level? Wenn du am Computer bist, müsstest du oben links irgendwo müsst du oben stehen. Hab's. Kostet 1000. Darf ich das machen? Ja. Zack. Wenn du dann auch gleichzeitig noch Äpfel und Bananen bestellst und Avocados und Kohl, wäre ich sehr dankbar. Oh Gott, jetzt will die auch noch was von mir. Hey, das habe ich beim letzten Mal alles alleine gemacht, ja. Da war es bestimmt noch einfacher. Hab alles bestellt. Was liegt denn hier schon wieder? Komm, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Das wird mir alles zu viel. Heul nicht. Doch. Räum ein. Oder räum die Kartons weg. Ja, ich eile ja schon. Also kann ich nichts dafür, dass sie kaufen wie sonst was. Ja, ist ja gut, aber... Die werfen, das nervt. Ach ja, da war auch eine Karre, ne? Mhm. Noch 2 Plätze drauf. Was ist das? Das ist hier einfach weg. Ich will den Karton hier in die Luft schmeißen. Okay, Sie können. Obst, frisches Obst und ein bisschen Gemüse. Warum ist die Kasse nicht besetzt? Oh no. Ist der neue Mitarbeiter noch nicht da? Weiß nicht, steht er irgendwo rum? Oh, er kommt mit dem Bus. Guck mal, hier ist ein Bus. Oh. Tschüss, Bus. Ist er jetzt von alleine da hingegangen oder hast du ihm was gesagt? Ich glaube, der ist von alleine hingegangen. Er hat verstanden, was er machen soll. Okay, also einmal eingeteilt, es merkt sich schon. Ist also lernfähig. Das ist nicht symmetrisch. Das ist mir egal. Das geht so nicht. Dann musst du jetzt warten, bis sie das ausgekauft haben. Nö. Ach, oder so. Ach, man kann es wieder einsammeln, ja? Ja. Yeah. Das ist auch neu. Nee, ich glaube, das ging auch letztes Mal schon. Okay. Was mich ja so ein bisschen badert, ne? Dass du die Sachen automatisch nach vorne einräumst. Das heißt, die letzte Tüte Milch, die wird auf ewig hinten bleiben. Sag mal, ich habe jetzt diese Karre hier in der Hand, ne? Mhm.
Ich kann jetzt drücken Q, Warenkorb freigeben oder T, hold, sell. Kann ich das Ding, achso, dann verkaufe ich das ganze Ding wieder, ja? Denke auch, ja. Ja, so ist das einfacher. Wir haben kein Watzenbier mehr. Hä, das habe ich doch nicht so viel gekauft. Nee, du hast Schneider gekauft. Aber kein Watzenbier. Willst du auch noch Mehl schnell kaufen? Habe ich schon drin. Nicht. Oh, das ist ja was Neues. Weiß, grün. So, ich wollte gucken. Ach, gucke mal. I had a few jobs before and I'm looking forward to getting more experience here. I'm a fast learner and enjoy working hard to get things done. Klingt gut. Ich glaube, die können auch Sachen einkaufen, oder? Weiß ich nicht, aber ein paar Räume wäre schon ganz gut. Wie spät haben wir denn gerade? 11.36 Uhr. Dann heiere ich den hier. Ach, die kommt jetzt erst morgen. Oh, dann nehme ich den ja auch. So. Was hat denn der da hinten noch für Matratzen drin? Wollen wir nicht wissen, wo der die Ware herholt. Nee, gut. Er kommt auch noch ein zweites Mal, ne? Nice. Just these today. Brotsticks? Yeah. It's a new. Ein Karton reicht nicht, um ein Regal aufzufüllen. Was ist denn hier los? Die sind hier für eine Kartonparade. Ich glaube, geht los. Morning Crunch. Mhm. Mein Gott, mal ist es G, mal ist es Q. Ey, trotz Mitarbeiter ist es immer noch stressig, ne? Ich verstehe das gar nicht. Na. Wir brauchen noch ein Regal. Wir brauchen ein neues Regal. Was haben wir denn für ein Regal? Schwarzes. Ich nehme jetzt einfach das da. So. Wir haben irgendwelche Regale. Wo finde ich denn das? Alles gut, wir kriegen das hier gar nicht rein mehr sonst. Ich habe ein bisschen umstrukturiert.
Aber wir brauchen ganz dringend Reis und Waschpulver. Okay. Er braucht eine Pause. Was? Haben wir 14 Kartons Milch im Lager? Ja. Okay. Neunundachtzig, sechs. 80. Oh, musst du kassieren? Mhm. Der braucht ja eine Pause. Mimi. Was ist das denn? Nimm ich mit. Die tunesische Flagge sieht fast aus wie die von der Türkei. Okay. Was ist das? Ich sollte ein Regal kaufen, ne? Könnte sein, dass ich gerade abgelenkt war und... Oh, was habe ich denn hier gefunden? Hauptsache, du hast Basmati-Reis und Waschmittel bestellt. Ja, steht draußen vor der Tür. Ich muss gerade noch. Regal. Regal groß. Klein, würde ich sagen. Hier passt kein großes mehr rein. Dann ein kleines. Können wir auch noch nicht über so ein Store-Level. Nee, noch nicht. So, könntest du jetzt bitte wieder an deine Arbeitsstelle gehen? Oder hat er jetzt Feierabend? Klaus, ich werde überrannt im Laden. Ich bin da. Ich glaube, es ist keiner an der Kasse mehr jetzt, oder? Ich habe ihm gesagt, er soll wieder arbeiten gehen, aber ich glaube, er hat um 18 Uhr Feierabend, oder? Da steht einer vor der Tür. Was muss ich hier eingeben? 2. Oh Gott. Sag Bescheid, wenn er wieder arbeiten möchte. Ich möchte. Ich fahre gerade nach Hause und die neue ist da. Du kannst gehen. Okay, bin weg. Tschüss. Sie kommt. Es müsste eigentlich auch noch einer kommen. Auf jeden Fall 2 gekommen, ja. Wo ist denn der 2? Keine Ahnung. Mitarbeiter, wie seht ihr denn aus? Ihr habt immer ein weißes Hemd und eine schwarze Hose an, ne? Ja. Manchmal hängen sie im Lager rum. Okay, ich gehe mal rum. Ja, er ist im Lager. Hallo. So. So, jetzt haben wir Unterstützung. Klingt fantastisch. Oh, ich muss einen Schluck Kaffee trinken, sonst fange ich wieder an zu husten hier. Da ist einfach das Tor zugegangen hier. Haben wir immer noch keine Macht drüber, hat nur der Lieferant Macht drüber. Ja. Wir haben kein Gemüse mehr. Ah.
Stehen denn die da? Steht ihr? Wo steht ihr rum? Den Platz? Ich habe Crackers. Käsecracker. Haben die schon Platz? Ja, irgendwo stand da was. Oder unser Mitarbeiter hat umdekoriert. Das könnte auch sein. Ich glaube, da ist Deko angekommen für dich. Was habe ich denn hier geholt? Weiß so, ich nicht. So, okay. Wo kommt das hin? Kann hier nicht platziert werden. Wo denn? Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist... Welche bist du denn? Ich glaube, ja. Tut mir leid, ich halte mich für lustig. Mein neues Regal ist da. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich das hinstelle, aber ich glaube, ich stelle es mitten in die Mitte. Was zum... Lausch! Ich habe dekoriert. Wie, ich sehe es. Fällt dir das nicht? Ich weiß nicht mehr, wofür die stehen, aber warte mal, ich muss... Auch nicht. Aber ist egal. Aber es klang sehr, sehr interessant. Ich kannte das nicht. Der neue Mitarbeiter ist ganz schön langsam. Der ist ja auch neu. Und Olivia Wilson beim Checkout braucht eine Pause. Eine Pause tut, kann nicht schaden. Ja. 84. Riesen-Avocados. Wir brauchen noch Mitarbeiter zum Aufräumen. Er ist einfach langsam, habe ich das Gefühl, ne? Ja, wir haben auch mal angefangen. Haben wir? Gott, wir haben schon wieder keine Cerealien. Naja, aber es ist nicht so wirklich komplett leer, ne? Er tut sein Bestes. Ja, so ist die Cerealien-Ackerbau heißt. Die raucht vor unserem Geschäft. In Arbeitskleidung. Geht gar nicht. Also, da machst du zumindest dein Schild ab. Und gehst mal ums Eck. Du solltest vielleicht mal mit ihr sprechen. Ich kann nicht, ich muss für sie kassieren. Ich habe das Gefühl, ich bin nur am Bestellen gerade, ne? Gefühlt die ganze Folge schon. Ich stelle jetzt jemanden an gleich, ja, der Kartons wegräumt. Ja, für Reinigung brauchen wir noch dann. Brauchen wir erst noch ein bisschen Geld. Ja, ich glaube auch. 41, 50, 60, 70, 75, 76. Ja. Ja, gute Frau, was haben wir denn vor hier? 5, 6, 7, 8 Flaschen Bier.
wenn ich richtig gezählt habe. Vielleicht aber auch nicht. Seit drei. Sag mal, ist die eigentlich immer noch in Pause? Ich geh mal gucken jetzt hier. Sag mal. Ich muss ihr sagen, dass sie wieder anfangen soll. Sag mal, hier, mach mal. Braucht die seit drei Stunden hier eine Packung oder was? Aus der ganzen Pappe können wir neue Pappaufsteller machen. Wir brauchen noch rote Kekse. was war das Zweite, was in meinem Kopf gerade war? Das weiß ich nicht, was hinter dem Kopf ist. Es ist vielleicht auch besser so. Sag mir, dass ich das schon bestellt habe, wenn gerade ein LKW kommt. Das Auto hat mich umgefahren. Hier steht ein Wagen. Entschuldige. Ich schmeiß mir einen Karton an den Kopf. Wo schmeißt er sie eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Wie überwachst du nicht den Mitarbeiter? Bist du des Wahnsinns? Der ist neu, du solltest ihn einarbeiten. Wer ist das hier? Was macht ihr hier? Ist keiner mehr da jetzt? Hallo? Kann ich nicht mit euch reden? Wenn du nicht mit der reden kannst, dann wartet sie gerade auf den Bus und mit dem Bus kommt auch der nächste. Gut. Dann müssen die Leute an der Kasse mal kurz warten. Da kommt der Bus. Tschüss, kann ich mit einsteigen? Tür geht nicht auf. Hallo. Tja, tut mir leid, kannst nicht mehr rauchen. Das ist aber auch schon gemein, ne? Steckt gerade aus dem Bus aus, darf noch nicht mal mehr rauchen und muss direkt an die Arbeit. Got these today. Ja, das ist schon wieder, ne? Da ist ein LKW. Ja, für eine Packung Kekse brauchst du ja keinen Wagen. Was machst du denn hier? Hier, räum mal auf. Ja. Auf ein. Ernsthaft, eine Dose passt nicht da rein. Rechten, da kommt, was war denn da noch drin? Ich weiß nicht. Wir haben hinter der Kasse noch ein kleines Regal. Hinter der Kasse? Da hätten wir auch ein großes hinstellen können. Avocado schon wieder umsortiert? Nein. Sie schmeißt es brav weg. Das heißt, der Müll ist nur von dir. Das kann gut sein.
Ich glaube, wir brauchen noch Lagerregale. Ist nur so eine Idee. Meinst du? Ach, wieso? Kann man auch alles aufeinander stellen. So, zuerst machen wir jetzt aber mal den Store-Level. Wenn ich darf. 1250. Darf ich das? Natürlich. Weißt du nicht, was das bedeutet, aber natürlich darfst du. Und jetzt machen wir... Ich würde gerne den Self-Checkout machen, der kostet 700. Aber ich meine, der bringt ja dann... noch einen Tag. Aber der bringt dann auch direkt mehr Geld ein, wenn da keine Schlange entsteht, ne? Dann können wir aber auch noch kein Lagerregal kaufen. Ich blicke hier in diesem Lager gar nicht mehr durch. Wir brauchen Apple Cinnamon. Und ich glaube Reis. Ja, haben wir noch Chips zum Auffüllen? Ja, im Lager nicht. Nee, dann brauchen wir noch Chips. Chips, Basmati-Reis, Apple Cinnamon. Ich gucke gerade durch. Was ist denn Ackerbau? Warum haben wir davon 10 im Laden und 14 im Lager? Das sind die Cornflakes. Mhm. Kokosnuss, Gurke, Grapefruit, grüner Apfel. Noch mehr Obst. Ja, Hundefutter, Energy Drink, Hühnersuppe, Schokoladenkekse. Nee, die bestelle ich mal noch nicht, weil wir müssen dann erst den Store erweitern. Store Size. 1875. Ja, das war's, oder? Nein, ist es doch nicht. Hühnersuppe ist hier oben. Also wir haben noch 1, 2, 3, 4 kleine Regale frei. Das sind hinter der Kasse. Okay. Was machen wir denn da rein? Was? Hey, Boss? Wolltest du was von Hundefutter oder so? Habe ich noch nicht bestellt jetzt gehabt. Hat gerade ein Mitarbeiter mit mir gesprochen? Von wegen Hey, Boss? Ja. Was ist denn dir? Nee, mach mal weiter. Du bist ja oben noch grün. Piep, piep, piep. Waschpulver. Ich habe jetzt mal von den neuen jeweils eins mitgekauft, ja? Mhm. Mal schauen, wie viel Platz die wegnehmen. Huch. Waschmittel! Kommt das Waschmittel geflogen? Wo bleibt der neue LKW? Ich wollte gerade sagen, da hinten steht ein Mitarbeiter rum, das bist du. Haben wir noch Basmati-Reis in Stock? Ich glaube nicht. Können wir den Self-Checkout kaufen? Ja. Jetzt kauf deinen Self-Checkout und stell ihn hin. Ja. Ist denn das da, glaube ich?
Self-checkout. Check it out. Jetzt muss ich so lange warten, bis der nächste LKW kommt. Ja. Menu. Immer darfst du zuerst. Hä? Immer Bier kaufen hier. Nur am Bier kaufen, die Frau. Ja, natürlich. Ja. Sehr fachgerecht hier den Kohl ohne Kühlung einfach mal im Lager am Boden. Kann man machen. So, ich möchte jetzt vor Folgenende meinen Self-Checkout haben. Los, fahr mal schneller hier, LKW. Ich brauche einen leeren Karton. Hab alles brav weggeräumt. Er ist da. Nein, noch nicht. Wie viel hast du bestellt? Ich will mein Self-Checkout. Hier ist ein leerer Karton. Das weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Das wird jetzt auf jeden Fall mein... Ja, ne? Irgendwas wollte ich verräumen. Vielleicht wolltest du Platz für die Kokosnuss machen, die aber jetzt so reinpasst. Wer hat die Kokosnuss? Okay, dann ich auch. Richtig, ich wollte die Äpfel darüber räumen. Energy Drink? Wo soll ich den denn? Ah, das wollte ich, genau. Ich wollte die Milch einräumen für den Energy Drink. Gut. Hier bitte. Was? Oh. Bolt Frog? Da ist mein Basmati-Reis. Ist mein Self-Checkout jetzt da? Weiß ich nicht. Hä? Bleibt denn der? Ich hab den doch gekauft. Da. Mach die Tür auf. Ich will den ab. Aber wohin? Das macht ja eigentlich nicht so viel Sinn, oder doch? So sehe ich nichts hier. So sehe ich auch nichts, dann muss der wieder hier hin. Sie können jetzt auch selber bezahlen. Wenn Sie Fragen haben, dann drücken Sie auf den Knopf für Service, Personal, dann kommt Personal, wenn Bock da ist. Also nie. Das ist geheim. Machen Sie das auch richtig? Frühstückskekse. Hatten wir nicht Chips bestellt? Ja, die habe ich eingeräumt. Sehr schön hier. Was war das? Redet das Ding? Ich hab's nicht gehört. Ja. Wir haben Grapefruit. Ja. Interagieren. Huch. Ich kann zugucken, was er macht. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Diese Packung mit den gehackten Tomaten hier, die steht jetzt auch schon Ewigkeiten hier rum. Kauf mal mehr, damit die endlich weg kann. Ich glaube, das nächste ist expandieren. Hast du eigentlich meinen tollen Teppich gesehen? Ja. Der gute Orient-Teppich. Ja. Genau so einen haben wir hier auch. Der liegt aber nirgendwo mehr. Neue Lieferung.
Ich hab die Kokosnuss. Die Kokosnuss weggeräumt. Ah, komm her. Komm her. Wir heißen immer noch Lebensmittelgeschäft. Hm. Oh, wie schön meine Fahnen von draußen aussehen. Hm. Ich kannte die nicht. Ich dachte mir, die sehen lustig aus. Die nehmen wir mit. Ja, und sie auch. Wobei, dieser Adler hat Pfeile in der Hand. Du meinst, es ist dann für die Customer so nach dem Motto, wenn sie nicht wollen, dass der Vogel sie abschießt, bezahlen sie? Ja, hier gibt es uns auf die Nuss. Die Kokosnuss. Okay. Oh Gott, dieses Spiel. Liegt denn hier Energy Drink? Nö. Nice. Das ist nice, hier fliegen überall die Sachen durch die Gegend. Sollte nicht auch irgendwie ein Gesundheitsamt eingeführt werden? Ja. Oh, bitte nicht. Wir sind geliefert. Wir sollten so hoch wie möglich kommen, bevor das da ist. Ja. Chicken Soup? Ich weiß gar nicht, wo das hier alles hinkommt. Ist das Chicken Soup? Nee, du bist Hundefutter. Ganz oben. Ja, dann bist du jetzt da drin. Crackers. Nope. Was liegt denn hier alles? Hä? Da. Hoffentlich hat die das so richtig gemacht hier. Ich hoffe, ich muss da auch nicht aufpassen. Green Apple. Green Apple? Wo sind Green Apple? Okay. Man hört dich wieder nicht, falls du was sagst. Doch, jetzt schon. Mein Hirn ist so, work. Work, 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 work. Bäckers waren da hinten. Ich habe ein Regal. Finally. Bitteschön. Danke. Das war's an Bestellung? Okay. Ich hoffe. So, ja, Amok-Arbeiter hier, ne? Wir sind am Folgenende. Ich würde jetzt einmal jeden nach Hause schicken. Oder so. Könnten wir vielleicht auch mal aufräumen. So schlimm ist gar nicht. Schau dir mal ganz kurz die Physik hier an. Stell dich mal zu mir und guck mal zu dem Karton mit den Gurken. Wo ist er denn? Ja. Vor dem Gurken. Ja, das sind Klebegurken. Die sind jetzt neu. Damit die nicht runterfallen und so. Nicht runterkullern. Auch beim Schneiden ist das praktischer. Daniel Garcia needs a break. Welcher ist das denn von euch? Du bist das nicht, ne? Nein. Der kann auch mal eben weiter einräumen hier. Huch. Gott. Wenn du läufst und sie dann ansprichst, dann läufst du weiter. Hm. Bist du Daniel Garcia? Bist du der mit der Pause oder kannst du? Andere Pläne. Ich sag, du setzt hier. Ich habe ihm gerade gesagt, der soll ja auffüllen. Da sagt er, nee, ich habe andere Pläne. Jetzt habe ich gesagt, er darf mal kurz eine Pause machen, aber dann ist es auch wieder vorbei, ne? Ich glaube, es hackt.
Arbeiten? Nee, ich habe andere Pläne. Oh, das sag ich, glaube ich, heute auch. Oh, dein Chef wird begeistert sein. Ich glaube, mein Chef geht gar nicht ans Telefon, wenn ich ihn anrufe. Der reagiert nur auf WhatsApp. Da ist echt kein Platz für einen Apfel. Nein, den darfst du mit nach Hause nehmen. Yay! So, du musst ja jetzt gerade nicht kassieren, ne? Dann kannst du auch mal mit aufräumen hier. Kann sie sauber machen, kann sie Kartons gleich wegbringen. Ja, du kannst. Let's get those boxes destroyed. Also er macht jetzt sauber, sie räumt ein. Er steht jetzt hier im Lager. Warum machst du nichts? Ich denke, du wolltest aufräumen. Ja, ich glaube, er hat den letzten Karton gerade einmal weggebracht und dann war keiner mehr da. Der ist direkt ins Lager gerannt und hat gar nichts gemacht. Dann hat sie den Karton weggeschmissen. Okay. Der kann er auffüllen. Stock. In no time. Ah. Gut, wir haben dann auch mal Pause. Oh, ist das schön, oder? Ja, da trinke ich direkt mal einen Schluck Kaffee. Oh ja, ich auch. Prösterchen. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Ich fühle mich, als hätte ich echt gearbeitet, ne? Nein, dann kommt erst noch. Ich glaube, unsere Chefs würden mir die Hölle heiß machen. Ja, wenn ich sage, ja, ich bestelle jetzt, wo noch 2 Milchkartons da sind oder so, ne? Ja. Oh, sie haben Feierabend, die machen gar nichts mehr. Oh no. Aber der Nächste kann. Das sieht aus wie so ein Knastbus. Hast du gehört? Working here is a blessing. Oh, ja, natürlich. Ich räume jetzt noch die Kartons hier weg. Cabbage kam nach da. Ich glaube, es ist jetzt alles gemacht. Ja, es fehlen noch ein paar Sachen zum Auffüllen. Es fehlen noch Chips, Brotstangen, Suppe. Bohnensuppe? Oder welche Suppe? Ja. Zucker fehlt. Frühstückschips fehlen. Kekse. Waschmittel fehlt. Bin ich zu viel? Bin ich zu schnell? Ich höre dich und versuche es zu behalten und scrolle runter und gucke mir die Zahlen an. Also wir brauchen Zucker, wir brauchen Frühstückskekse. Ja, ich drücke hier mal. Hundefutter, Schokoladenkekse. Die haben wir voll. Ja, aber es sind nur noch 12 Stück im Laden. Ja, aber mir passen auch nicht in die 2 Regale rein. Aber keine im Lager. Da brauchen wir noch ein Lagerregal. Ich weiß. Mach mal noch 2 Lagerregale vielleicht. Dann wird aber knapp hier. 2 Lagerregale. Oh, es gibt Obstregal groß. Oh ja, bitte. Ah nee, noch nicht. Ebene 6, glaube ich. Aber wir können schon Kühlschrank groß, könnte man kaufen. Let's make this place shine. Eins.
Okay. Bisschen doof aufgestellt. Machen wir es nochmal. Oh, nee, das geht so nicht. Ich sehe nichts. Da. Das ist auch voll. Avocados passen auch keine rein. Sie räumt nur ein, wenn ich das ins Lagerregal stelle. Ja. Scheiße. Good to see you, boss. Das sagen meine Mitarbeiter nie zu mir. Mach dir Gedanken, Flausch. Die sagen, hallo, alles gut? Sage ja und laufe weg. So, wir sind fertig. Ende im Gelände. No! Ciao, Kakao. See you later, Ligea. Good Bioshock. Jetzt geht's los. Der ist doch leer. Ja. Ist ja schon weg. Ich gehe meinem Helden den Parkplatz absuchen. Nein, ich wollte aber aufhören. Ich habe mich doch verabschiedet. Aber es fehlen immer noch Sachen. Das kann gar nicht sein. Die hast du nicht bestellt. Wir haben ja kein Geld zu Piri. Piri, pass auf, ich mache dir ein Angebot. Wir beenden jetzt diese Folge. Ja? Ja. Yeah. Yeah. Dann darf ich einmal Pipi machen gehen. Und dann können wir diskutieren, ob wir noch eine aufnehmen. Okay. Okay. Sagst du dann YouTube ganz schön mal Tschüss? Wo bist du? Ausnahmsweise. Hier stelle ich zu den anderen Mitarbeitern des Monats, die hier kuscheln. Ja. Tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Wie du passend den Arm hebst dazu. Oh Gott, dir auch. So, jetzt aber gut. Tschüss. Tschüss. Thank you.